Ich bin Atze, der Buschpirat, und wir sind gestern im Dunkeln am Lagerplatz angekommen und da habe ich einen Tipp für euch. Ahoi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Alaska, Thomas und ich, wir sind unterwegs im Schwarzwald, haben eine schöne Übernachtungstour gemacht und wir hatten gestern ein Problem, wir sind relativ spät losgekommen und sind dadurch erst in der Dämmerung am Lagerplatz angekommen. Es ist wahnsinnig schnell dunkel geworden, also wir waren richtig überrascht, mussten schon schnell unsere Lampen anmachen, um überhaupt die Sachen zu finden, unsere Tarps zu spannen, die Luftmatratzen aufzupusten, was man eben noch alles machen muss. Hatten dann auch durch die Feuchtigkeit hier echt Probleme, ein Feuer anzukriegen. Also es hat sich alles gestern extremst in die Länge gezogen. Deshalb für die Einsteiger von euch, die ihre erste Übernachtungstour planen, gebe ich den Tipp, auf jeden Fall rechtzeitig loszugehen. Dass ihr genügend Zeit an der Stelle habt, wo ihr bleiben wollt, dass ihr in Ruhe alles aufbauen könnt. Und zwar bei Tageslicht. Solltet ihr trotzdem durch irgendwelche Gründe auch immer, weil ihr euch irgendwie vom Weg her irgendwie verplant habt, dann doch mal in die Dämmerung, in die Dunkelheit kommen, schaut gleich, wenn ihr zu Hause euren Rucksack packt, dass ihr den einfach organisiert packt. Ja? Also sprich, die verschiedenen Bereiche im Rucksack einfach nutzt, dann in den einen Bereich macht ihr alles rein, was so mit dem Tarpaufbau, mit der Bodenplane, alles was Nässeschutz betrifft, ja, dass ihr das an einer Stelle habt. Dann, wenn ihr ankommt, könnt ihr das mal aufbauen und seid ihr unter eurem Tarp im Trockenen, falls es regnet. Eure Schlafsachen an eine Stelle, eure Elektroniksachen an eine Stelle, dass ihr einfach wisst, hey, ich brauche jetzt meine Stirnlampe, dass ihr genau wisst, wo die ist, ja, dass ihr die dort rausholen könnt. Und wenn ihr die dort rausgeholt habt oder Ersatzbatterien oder ähnliches, legt es immer wieder dort zurück. Seid dort wirklich so akribisch genau, dass ihr die Sachen, die ihr verwendet, auch wieder dort zurücklegt, woher ihr sie habt. Weil im Dunkeln ist schnell mal was zur Seite gelegt. Aber das wieder zu finden, das dauert einfach. Ja? Also wenn man es dann überhaupt findet. Und von dem her, wenn ihr auf solche Touren geht, dann, also vor allem die erste Übernachtungstour, schaut, dass alles gut organisiert gepackt ist. Dann habt ihr viel mehr Spaß draußen, könnt viel mehr die Natur genießen und alles in Ruhe angehen. Thomas, hast du noch einen Tipp für die Einsteiger? Ja, also ich würde mir überlegen, wie gesagt, auch ein System überlegen und würde ich alles, was zusammengehört, auch in einzelne Taschen oder in Tüten einpacken. Also zum Beispiel so Zippertüten, wo ich jetzt hier Spiritus drin gehabt, einen Spiritusbrenner und einen Brenner. Okay. Und der Brenner dazu. Auch gleich genau, alles zusammen. Genau, und ein Anzündmaterial in einer Tüte oder Lebensmittel in einer Tüte, sodass ich dann schnell oder Schnüre in einer Tüte, dass ich dann aus der Tasche rausnehmen kann und die wieder verschließen und wieder wegräumen kann. Dann also habe ich ein ziemlich gutes System und kann dann eben gut jonglieren. Ja, also ein ganz wichtiger Tipp, ja. Also kauft euch diese Zipbeutel, kauft euch auch, wenn ihr die öfters wiederverwenden möchtet, auch gibt's von ganz verschiedenen Herstellern, ich verlinke mal ein paar unten rein, gibt es einfach diese Taschen, es gibt diese Packsäcke, die wasserdicht sind. Da habe ich zum Beispiel mein ganzes Essen drin. Das heißt, dieser rote Sack ist bei mir alles, was mit Nahrung zu tun hat. Hier ist Brennmaterial drin. Dann ein Sack für Kleidung, dass nichts irgendwie im Rucksack so rumfliegt, dass man alles dann griffbereit hat. Und wenn ihr auch den Rucksack dann ausladet, um an das Zeug zu kommen, was sich vielleicht unten befindet, dass ihr dann nicht im Dunkeln alles irgendwie verstreut habt, sondern dann habt ihr eure 3-4 Säcke, die draußen stehen, die können danach wieder rein. Super. Alles klar. Was macht der Kaffee, Thomas? Will noch nicht. Noch gemacht. Was ist unten drin? Ja. Gut. Also Leute, dann danke fürs Zuschauen. Ciao.